Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und hier mit Familie Braun, nämlich Detlef Braun. Und das ist die Geburtstagsparty von Brittany und die gesamte Familie Braun ist da, also ihre Familie. Der Papa Detlef Braun ist hier hinten, hier vorne ist Angela Braun, ihre Mutter und ihr Bruder, der Svenja, der jetzt den Namen seiner Frau angenommen hat, deswegen Sven Fröhlich, der ist da hinten. Und die Schwester, die Bibi Katz, die auch eine nette Hexe ist, genau wie die Mama. Wobei, oh, das ist die krass gute und sie ist noch die nette Hexe, ne? Okay, und das hier ist die Brittany, die nichts mit Hexen am Hut hat, bis jetzt zumindest nicht. Und sie tanzen alle. Jetzt, die beiden fangen an mit Volkstanz. Okay. Na, vielleicht kannst du jetzt auch mal, ich weiß nämlich nicht, ob du es kannst, so generell. Doch, kann sie eigentlich auch schon. Es ist auf jeden Fall klasse Stimmung. Und ich habe mir jetzt noch ein was gedacht. Ich lasse nochmal ihr Aussehen ändern und ich gucke auch nochmal, was wir eigentlich vielleicht klamottentechnisch haben. Ihr Zimmer habe ich ja schon umgestellt. Da hat das Telefon geklingelt noch. Ach, oh, meine Katze liegt auf meiner Hand. So. Okay, ich würde auch gerne bei ihr diese Frisur einfach belassen. Auch so generell. Sie hat halt ein bisschen lockigeres Haar und gut ist. Ja, keine Ahnung. Das muss jetzt nicht sein. Aber ich wollte dich noch ein bisschen stylen in Form, dass ich dir noch ein bisschen was gebe. So, ja, das da. Und dann, genau, wir können mal ein bisschen kräftigere Farben in deinem Gesicht haben. Wobei, das erste hat mir schon ganz gut gefallen. Das finde ich fast schon ein bisschen zu viel, zu heftig. Ich finde auch, diese Farben gefallen mir sogar bei ihr, dieses Pink und so. Das hier ist sogar eigentlich auch ganz nett. Das ist ein bisschen sanfter, seichter, sowas vielleicht. Das lasse ich. Brille brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Ich will nur mal ganz kurz gucken. So generell. Oh, okay. Nee. Für Brillen dann kann ich mich oft nicht entscheiden. So, dann geh nochmal auf die Toilette und dann geh doch mal kurz auch nochmal hoch. Geh mal zu dem und Outfit zusammenstellen. Geh mal hier irgend. Hey, Delwolf, kann ich Bibi sprechen? Ja! Bibi ist nämlich heute mal ausnahmsweise hier. Bibi, jetzt bin ich mal gespannt, ob Bibi auch an das Telefon gehen wird. Ich kenne das nämlich so an und für sich nicht. Bis jetzt? Nein. Ich kenne das nur, dass eben, oh, wir haben nur die eine. Schade eigentlich. Dass nur die halt hier wohnen, eigentlich dran gehen. So, wir haben ja noch Sommer, also müssen wir was Sommerliches suchen. Das generell würde ihr im Grunde stehen, aber sie muss ja viel mit den Hunden machen. Also würde ich ihr das jetzt so nicht geben wollen. Und das sieht ein bisschen, naja, blöd aus. Ich glaube, dann belasse ich das auch, was sie da anhat. Das ist okay, das ist gut. Ja, okay. So, was mache ich denn mit dir eigentlich? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Oh nee, da ist jetzt nichts dazugekommen. Ich dachte, es käme was dazu, weil sie Geburtstag hat. Aber okay. Gut, so generell. Alle, wo so da sind. Müsste sie. War da was gerade? Müsste sie eigentlich auch kennen? Und ich würde eigentlich gerne ein Blind Date mal bevorzugen, entschuldigt. Oh, warte mal. Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht. Oh, Brittany hat die Krippe. Okay, abheben. Bibi will nicht dran. So, dann rufe ich mir nochmal was. Detlef ist ja noch hier. Warte mal, Heiratsvermittler. Yep. No, put it. Oh, Detlef, verdammt, ja. Hier, geh mal da draußen das Essen servieren, damit alle nochmal was essen können. Oh, und man sollte vielleicht auch... Geh du mal doch bitte dahin. Säubern, napfüllen, säubern, napfüllen.
Und unsere Mami, die darf hier mal gerade das wegräumen, weil das ist gerade eklig geworden. Abspülen, abspülen. Oh, sie hat auch Hunger. Warten wir gerade mal ab, die... Da kommt Beate Brausen. So, die begrüßen wir auch mal direkt. Und Angela isst dann auch nochmal hier draußen irgendwas. Und der Detlef isst auch mal einen Truthahn. So, Brini, komm mal. Begrüßen. Auffüllen. Ich kümmere mich jetzt heute überhaupt gar nicht um die Hunde mal wieder. Das ist schon ein bisschen doof, aber okay. Der Mama geht so schlecht, die hat überall gelb. Komm jetzt mal raus. Wo musst du entlang? Das wäre da nicht leichter gewesen. Und so viele Leute im Haus. Aber gut, bis ich endlich mein Blind Date hier vorne habe, sind die hoffentlich alle weg. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt momentan irgendwie jemand übrig ist. Ich glaube nicht von meinen. Ich glaube, es wird irgend so ein... Es wird irgendein anderer kommen. So, 5000 einmal können wir uns das auf jeden Fall leisten. Und die Party ist gleich zu Ende und es war eine klasse Stimmung. Yay. Dankeschön, dass ihr da wart. Hallo, danke. Danke, Bilbo. Danke, Sam. Bibi. Picasso. Wer ist das? Erik Faller. Okay, wow. Juhu. Ich check den mal direkt ab. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, der ist schon direkt reingegangen. Oh, ich glaube, du musst mal dringend auf die Toilette. Papa, geh mal raus. Los. Och, die geht auch so auf die Toilette. So, kennen wir ihn jetzt schon? Nö. Er steht noch nicht auf meiner Liste. Erik Faller. So, ich quatsch ihn mal erstmal an vielleicht und danach kann ich ihn mal kurz abchecken. Okay, dir geht es gut. Dann würde ich dir gerne bitte das bitten, dass du das noch aufwischst hier und dann gehst du mal oben hier duschen und so weiter und dann gehst du auf die Toilette. Und, was machen die zwei da? Und du gehst mal hier benutzen und säubern. Und dann würde ich dich auch gerne bitten, dass du ins Bett gehst, Detlef. So, Brittany. So, warte mal, wir machen mal das dahin, da rein, ins Inventar. Da kommt Barry. Okay. So, ich sollte vielleicht auch mal gucken. Ne, wir wissen es noch nicht. Für Kunst und Handarbeit, Angela. Sie sind ja beides eigentlich Naturfreaks, von daher. Komm, hör mal auf, mit ihm zu quatschen. Ich möchte mal wissen, wie viele, ob sich's lohnt oder so. Ups, warte mal. Nee, nicht wirklich. Gekitzelt werden, Kissenschlacht, spielen. Okay. Wir können mal kurz zusammen tanzen und spielen. Da, spielen. Ball werfen vielleicht. So, Detlef ist gerade noch im Bad. Die Angela ist nach oben erstmal. Die geht auch gleich ins Bad. Ins Bett. So, ich finde ihn jetzt nicht so berauschend. Ich weiß gar nicht, was er da anhat, vor allen Dingen. Ich weiß es echt nicht. So, warte mal, kann ich dich irgendwie so das ein oder andere... Was? Trank zur Steigerung der Nettigkeit trinken. Okay. Wo habe ich denn das... Warte. Ich will dich doch mal ein bisschen was fragen. Wo... Da, fragen. Was ist dein Job? Wo haben wir denn noch die Fragen da? Fragen... Wünschen, Sternzeichen, deine Fähigkeiten. Das würde ich jetzt einfach mal gerne nochmal wissen. Achso, Ball werfen. Nee, komm, vergiss es. Stell ihm die Fragen einfach. Ja. Ich weiß nicht, ist das so schwierig bei dir? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn ausgewählt? Fitness und rotes Haar. Ach du Schande, okay, verstehe. Das rote Haar ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wären die Lotharius-Jungs vielleicht eine Möglichkeit? Oh, exzellent in Mechanik. Ich glaube auch, da ist er irgendwas.
Hast du mir jetzt aber beantwortet, was dein Job ist? Irgendwas mit Haus? Keine Ahnung. Das muss ich mir wahrscheinlich dann selbst rausdenken. Okay, komm, wir flirten ihn jetzt einfach mal ein bisschen an. Wir umgarnen ihn einfach mal und das finde ich echt interessant. Etwas über Natur lesen. Ach, warum eigentlich nicht? Ach nee, Quatsch, baden. Nein, das war nicht so gemeint. Etwas über Natur lesen. Ich muss nämlich mal dringend aufs Klo. Ich habe nämlich die Grippe. Ich gehe mal da rein. Er geht auf jeden Fall rein und liest jetzt irgendwas über Natur. Ich denke mal bei... Genau. Weil wir die Zeitschriften da haben. Und da kann er dann gerade ein bisschen was lernen. So, ja. Okay. Er ist nicht ganz begeistert, aber auch nicht, ja. So, ich guck mal nach unseren vier. Was machen die vier? Melinda und Bruno spielen gerade irgendwo miteinander. Denen geht es soweit gut. Wo seid ihr denn? Ach, da hier drin. Okay. Oh, das eine ist das schon wieder leer. Meine Güte, habt ihr einen Hunger? Fridolin ist das hier. Der wird bald ein bisschen Energiemangel haben. Und Zita, die schläft gerade. Die wird gleich mal ein bisschen Hunger haben. Brittany, dann geh doch mal nochmal dann hier das füllen und dann kannst du das aufwischen. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen hier daran arbeiten. Vielleicht zuerst die zwei weißen Hunde. Naja, gut. Ich spule mal ein bisschen vor, weil die anderen schlafen ja. Es ist nicht gerade so interessant. Wo sind die jetzt hin? Ach, da hinten. Das können wir im Grunde auch noch aufräumen. Wo ist denn dieser Erik oder wie er heißt jetzt? Ist der gegangen oder ist der nur irgendwo anders hin? Ah, okay, der ist hier nach oben. Geh mal... Nein, komm mal hierher, bitte. Und dann hier. Loben für Tierfutter fressen, liebhaben, knuddeln und spielen mit... So. Dann kannst du ein bisschen dich mit ihnen beschäftigen. Jetzt geht es jetzt schon wieder hoch. Wo ist er denn? Ach, der ist irgendwo ganz oben auch noch. In meinem Reich. Der macht das schon wieder. Geh mal auf die Toilette und dann gehst du mal bitte schlafen. Ich finde, das Bett ist wirklich süß geworden. So, ihr zwei. Na, zumindest Detlef ist schon wach. Dann kannst du dich mal umziehen, Detlef, und dann wäre es doch auch ganz cool, wenn du dich mal um die Kids da kümmern könntest. Ich weiß mal wieder nicht, wo alles sind. So, wo bist du? Ah, oh, guck mal, Detlef, das kannst du mal säubern hier draußen. Die zwei schlafen, du schläfst auch und die Zita, ah, die ist ja jetzt, okay. Dann kannst du säubern, füllen, Zita. Loben für Tierfutter fressen, bis ich bei ihr bin, hat sie es wieder vergessen. Nee, dann habe ich es vergessen. So. Und dann ist die Angela ja auch gleich fertig. Angela, zieh dir mal wieder deine Klamotten an. Und ich würde dich aber gerne nochmal hier hochschicken. Was machen wir denn? Ich mach mal Fähigkeiten prüfen, weil ich momentan echt überhaupt keine Ahnung habe, was oder wie oder wo wir sind. So, Detlef ist auf jeden Fall hier draußen und macht gerade noch sauber. Und Angela kommt jetzt gerade mal hoch. Ich mache mal gerade ein bisschen schneller. So, wir haben gute Zauber. Wir können auch neutrale Zauber machen und böse Zauber. Ich hatte eigentlich noch nie eine neutrale Hexe. Wir können das mal vielleicht nochmal ändern. Wir haben auf jeden Fall hier alles ja, voll. Hier haben wir auch einen bösen Zauber, den ich theoretisch machen kann. Was habe ich denn hier? Oh Gott, das habe ich ja voll viele Sachen. Trank zur Steigerung der Nettigkeit, Heiltrank, Hex die Hex weg, Pflanzenweltkurs, Vampir irgendwas, Liebestrank, Essenz des Lichts, das Strahlen des hellsten Sterns in einem versiegelten Gefäß, kristallisierte Mondstrahlen, mystischer Staub, Drachenschuppen, Molchaugen, Schlangenessenz, Thron des Lichts. Hat er nicht irgendwas mit einem Thron? Dieser aus dem Licht geborene Sitz wurde von einer vollkommen reinen guten Hexe für alle gutherzigen Sims erschaffen.
Ah, irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass es irgendwo einen Thron gibt. Und wie mache ich den? Wie kann ich den machen? Guck, wir mal gleich. Sternstaub, Wandlampe, Stehlampe, Fädenfeuer, Deckenlampe, die kleine Miss Wendeley und Neuropsycho irgendwas. Und die neutralen Zauber kann ich ja auch machen. Was ist das? Die Uhr tickt immer weiter, man kann nichts dagegen tun, es sei denn, man ist Magier und lässt die Zeit ruhen. Wir schwenken den Stab und schon ist es geschehen. Tempus interruptus bringt die Uhr zum Stehen. Okay. Wir reimen auch noch. Neue Freundschaften bewirken Wunder, nehmen dem Hass seinen Zunder, eine Umarmung in Ehren kann Feinde bekehren. Mann, ich müsste mir das irgendwie aufschreiben. Ich kann mir das doch nicht merken, Leute. Freunde des Lichts, oh, steht mir bei. Macht diesen Sim glücklich, macht diesen Sim frei. Mann, oh Mann. Namenloser Diener zeigt dein Gesicht. Na los, tritt schon hervor ins Licht. Hilf mir beim Brauen der Zaubertränke und Schmieden der gemeinen Ränke. Appello Servantos würde ich auch gerne mal machen. Und eben diesen Tempus Interruptus. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. So. Reagenzien. Objekte fertigen. Oh. Die Deckenlampe Himmelstaub. Ich denke mal, das müsste die sein. Thron des Lichts. Müsste doch die sein. Warte mal. Du kannst mal Thron des Lichts machen. Ich gucke mal gerade mal ganz kurz. Himmelstaub. Genau, das ist die Himmelstaublampe. So, dann mach du mal. Ich gucke nochmal weiter. Viele Objekte fertigen. Wandlampen, Stehlampen und die Skulptur. Da kann ich. Ja. Genau, Wandern für die Fliege fertigen. Objekt fertigen. Heiltrank Hex die Hex weg. Und Neuropsychonikum. Dann haben wir noch diese ganzen vielen hier, die wir ja auch kaufen können. Genau. Trank zur Steigerung der Nettigkeit. Was auch immer das sein soll. Wir können immer noch mal einen machen. Genau, und dann das andere wahrscheinlich Zauber wirken. Genau, Appello, war das jetzt der Appello? Ach, Tempus Interruptus. Interruptus. Echt, war das das? Tempus Interruptus. Und dann würde ich trotzdem noch mal, einen Moment. Appello Sime. Oder Servantus? Nee, es war Servantus. Gott, hoffentlich. So, den Trank machen wir später. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Detlef, was machst du? Ah, du bist noch hier unten. Du bist jetzt mit Bruno hier unten. Loben für Verspieltheit. Und Liebhaben, knuddeln und spielen mit. So, wir gucken noch weiter. Ja, sie braucht ein bisschen, bis sie das fertig gemacht hat. Thron des Lichts oder so ähnlich, ne? So, ich glaube, Brini ist mittlerweile mal wach. Genau. Du kannst mal umziehen. Wie kann ich sie eigentlich zur Hexe machen? Muss ich fragen? Nee, mehr. Erik vorstellen. Reden. Kann. Weiß ich echt nicht mehr, wie das funktioniert. Gibt's auch nicht. Ich kann auch fragen, oder nicht? Freundschaftlich küssen, weil ich habe doch die anderen, habe ich doch irgendwie reden, über Hobby abhängen. Über Hobby ist ja doof. Ärgern, spielen, fragen. Da kann ich nur Gelegenheits. Oh, wir haben auf jeden Fall diesen Thron jetzt im Oh mein Gott. Was ist das? Was war das? Oh, das war dieser Zauber, wo die Zeit stehen bleibt. Verdammt.
Hier, guckt mal, es blinkt auf 6,55. Okay. Und alle stehen still. Oh mein Gott! Ich habe die Zeit stillstehen lassen. Wer ist denn das? Stacy ist auch noch hier auf unserem Grundstück. Jo. Und jetzt? Verdammt. So, wartet mal. Irgendwo da ist dieser Thron. Ups. Jo, wir können uns darauf setzen. Setz dich mal drauf. Ich guck mal, deine Bedürfnisse. Wie lange hält denn dieser Zauber an? Verdammt, ich hab hier voll. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, ihre Bedürfnisse. Wow. Ist das nicht cool? So, ich spule einfach auch wirklich vor. So, unsere Bedürfnisse sind komplett voll. Und eigentlich wollte ich dann doch nochmal. Warte mal. Zauber wirken. Appello Servantus. Ich glaube und hoffe. Komm schon. So, mach mal das Bett da drüben. Ist in Ordnung. Ich glaube, Leute, wir werden heute nicht. Was war das? Was macht sie jetzt? Hä? Warum? Warum bist du nicht wieder rübergekommen? Hat sie jetzt da irgendwas gemacht? Scheibengleister. Okay, warte. Fähigkeiten prüfen. Geh nochmal rüber. Falls du da jetzt gerade irgendwas gewirkt hast, während ich ganz schnell vorgespult habe, habe ich es nämlich nicht mitbekommen. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Oder geht das nicht, während wir die Zeit anhalten? Das kann natürlich auch sein. So, Appello Servantus. Genau, namenlosen Diener und so weiter. Das habe ich eigentlich gemacht gehabt. So. Tja. Das sind neutrale. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser anhält. Aqua Verschwindibus, Sauberus Corbus. Der hier wäre doch Sauberus Corbus. Der ist immer Schmutz und Dreck, ist so fertig. Platus Verschwindus. Okay. Corbus, was? Oh, das war meine Katze gerade. Nicht auf die Tastatur legen. Okay, das wollte ich jetzt nämlich nicht. So. Zeit anhalten, na toll. Regenbogen und Sonnenstrahlen. Welt hier sieht einfach fantastisch aus. Glühwürmchen. Okay. Ihr flodernde Flammen macht euch von dannen. Geister der Genesung, erhöret mein Flehen, heilt diesen Sim, lasst Wunder geschehen. Oh Gott. Damit können wir jemanden wiederbeleben. Ich bin gerade am Überlegen. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich nicht noch ein paar Sachen irgendwie machen muss. Bellus Interruptus, guck mal. Reagenzien, warte mal, ich gucke nochmal in unser. Oh Gott, ja, wir haben sehr viel verloren. Ich habe gar nicht mehr so viel. Mystischen Staub, Schlangenessenz und Dämonenstrahlen und einmal Molchaugen. Okay, dann würde ich aufgeben. Dann würde ich mal sagen, viele Tränke. Nein. Oh, ist das. Oh, guck mal, da ist mein Spektralassistent auch. Es hat gewirkt. Meine Güte. Wir machen Drachenschuppen erstmal. Gott. Ich habe wirklich die Zeit angehalten. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das im Endeffekt jetzt hier gemacht habe. Na gut. Hier, der hilft uns. Das finde ich. Oh, wir haben zwei. Verdammt. Stimmt, eigentlich gibt es doch solche. Der ist verschwunden. Warum ist der jetzt verschwunden? Weil es nur eine bestimmte Zeit vielleicht ist. So, der räumt hier auf, das ist super. So, du kannst dann nochmal runter und loben für Feindseligkeiten. Ausstimmen für Feindseligkeit.
und Liebhaben, knuddeln und spielen mit. So, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen überzogen quasi, weil ich die Zeit angehalten habe, ja? Ja, meine Güte, du bist eine mir. Das ist echt wahr, ey. Na gut, so, du kannst dann auf die Toilette. Und eigentlich, ja, ich weiß halt manchmal nicht gar nicht so richtig, was ich mit euch anfangen soll. Aber guck mal, du kannst den Gordon anrufen. Das war ja früher mal dein Freund. Ja, das war ja früher dein Freund. So, Angela ist oben, die beiden sind hier, deswegen spule ich jetzt noch ein bisschen vor. Moment. Den hier anrufen, plaudern. Der ist immer noch da. Könnte ich jetzt mal irgendwie sagen, geh mal nach Hause. Verabschieden hier von Erik. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich wusste doch mal, wie es funktioniert. Also kann sie ihr nicht sagen, wie es funktioniert? Anscheinend geht das nicht. So, sieht einfach irgendwie so aus, als ob sie es nicht könnte. Macht die ganzen Hausarbeiten hier, der Spektralassistent. Oh, hallo? Waren wir schon so weit? Waren wir schon so weit, dass wir uns küssen zum Abschied? Wir sind noch nicht mal befreundet. Hallo? So, ich schicke sie noch ins Bad und dann sage ich erstmal ein Tschüss und Goodbye. Das war ja voll aufregend. Das hatte ich eben auch noch nicht, dass ich die Zeit angehalten habe. Und ja, dann während dieser Zeit kann Angela alles tun, ja? Und dieser Drohnen, der ist ja auch wundervoll. Ich glaube, den können ja die anderen dann auch benutzen. So, ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar hier. Dann würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.